Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Wano zur Fulda-Gap-Kampagne. Und wie am Ende des letzten Videos gesagt, ich gucke jetzt nochmal kurz, aber ich glaube, wir gehen direkt in einen Rundenwechsel. Mal gucken, was jetzt passiert hier. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesehen, die Rundenwechsel dauern nochmal eine Weile. Und wir warten halt drauf, dass er hier Fehler macht und sich so einzeln exponiert, dass wir... Oh, er umgeht uns. Ah, scheiße. Okay. Oh, Angreifer. Uiuiui. Wir gucken mal kurz drauf, was er hier hat. T80 bis zum Erbrechen T80. Okay, wir kriegen die Ingenieure. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier so haben. Und das sind auf jeden Fall die falschen. Wir haben die. Was kriegt man denn da? Strike Eagles. Das sind die Strike Eagles, okay. Oder Cluster. Laser Guided. Napalm. Das sind aber nur zwei Cluster. Und ein Laser Guided. Mit F16. Ja, wir nehmen die mit. Okay, Angreifer 26. Verteidiger 22. Hätten wir uns auch jetzt zurückziehen können? Nee. Du musst es kämpfen. Okay, dann waren es die. Ja, okay. Ja gut, dann hier sehen wir schon mal, welche Map das ist. Ach du, ich weiß, welche Map das ist. Scheiße. Oh, das wird jetzt sportlich. Das ist Two Ways, oder? Gut, speichern können wir, wenn wir uns aufgestellt haben. Oh, das wird spaßig. So, die Dragoons nützen uns nichts in der Stadt, weil die Dragoons einen Mindestabstand haben müssen, dass die schießen können. So. Das heißt, wir müssen die hier aufstellen, dass wir hier Sideshots bringen können. So, Bravo. Looking for enemy planes. Bring us there, taxi. Waiting for instruction. I'm listening, Captain. Wir müssen natürlich alles tun, dass er... Also wir müssen T-80er zerstören, ne? Das ist die Hauptaufgabe. T-80er bis zum Erbrechen. Das wird wirklich spannend. Das könnte von hier aus schneller sein. Okay, dafür brauchen wir aber auch Scouts. Und die haben wir hier nicht. Die haben wir dann... Ach du Scheiße. Das sind ja dann... Das ist ja komplett Panzer hier. Wir haben also auch ein Scout-Problem, wenn man das richtig sieht. Also ja, wir haben schon Scouts. Aber What are your orders, sir? Dann am Ende auch nicht so viele, wie ich dachte. Come on, come on.
Und das ist nur einer. Ich glaube, wir haben da schon mal einen verloren davon oder so. Oh, verdammt. Oh, hier haben wir welche mit Laws. Aber die kriegen kein T-80 klein. So, wir holen hier schon mal... die Cluster zweimal. Und jetzt haben wir gar nicht so viel Panzer aufgestellt, wie wir eigentlich hätten tun können. Okay. Na. So. Ready to supply. Full throttle. Yes, Captain. Ich überlege jetzt gerade, ob wir hier ein Team mal rausnehmen. Copy, Sir. Und uns dafür noch ein Abrams hier mitnehmen. Waiting for instructions. Gut, Versorger hier drüben. Yes, Captain. Die Frage ist, ob wir den Offizier... Naja, okay, wir lassen es mal so. Wir stellen hier noch die Versorger auf. Damit wir sie später nicht holen müssen und ach so, wir haben ja hier hoch. Nein, ich wollte ja gar keine AAs holen. Wir haben ja sogar noch Möglichkeiten. I hear you loud and clear. Die Frage ist halt, wo er seinen Hauptstoß führen wird. Das ist halt aktuell nicht so wirklich klar. So, wir machen unseren obligatorischen Speicherstand. Und dann fangen wir mal an. Hier bräuchten wir halt eigentlich noch einen Scout. Ready for trophy hunting? I am listening, Captain. Bring us there, taxi. Wilco, out. Ready, sir. Okay. War Daddy to Red Leader. I'm listening. Let's go and watch out for the Ruskies. Ziehen die Teile mal zurück. Ready, sir. So, plus 4. Er hat 120 Moral. Hier haben wir was vergessen. I'm listening, Captain. Bring us there, taxi. Going there. Ready to supply. Was war das? Where do you want it delivered? Second platoon, let's go. So, die haben auch keine ATGM. Ready to transfer. Full speed, sir. Shut up and listen to the chief. Okay, er hat den Punkt eingenommen, das war soweit klar. Jetzt müssen wir nur warten, was passiert. Okay, da kommen die ersten. At your orders. Let's go. Was macht er denn da? Move, but watch our flanks. Need a ride? Reverse, but keep facing the enemy. Yes, Captain. All ammo spent. Gut, dass die weggehen, ist mir egal. Anybody need ammo? Naja, da haben wir ihn erstmal ein bisschen. Ready, sir.
Er kommt aber nochmal. Where do you want it delivered? Hunting for commies. Tank ready. Roger, moving there. Er führt dort einen Offizier rein, okay. Beware, commies nearby. Wir könnten jetzt sogar mal gucken, ob wir da ein Cluster drauf werfen. Ja, wobei, wir warten mal noch. Vielleicht gehen die nochmal auf. So, da ein Cluster drauf. Okay, das war eine sehr ernüchternde Cluster. Das ist nicht gerade die besten Cluster, so wie es aussieht. Ja. Okay, wir haben aber noch Laser Guided. So, mal gucken. Napalm. Laser guided. Beware, commies nearby. Red 6, mount it up. Ready to attack control. Reverse, but keep facing the enemy. All ammo spent. Wo ist denn die Laser guided? Hier, komm. Yes, Captain. Klatscht. Oh, verdammt. Beware, Tommy's nearby. Weg. I got him. Nice. Ready, sir. Wilco. Out. So. Da kommt Artillerie. Das kann uns erstmal egal sein. Problem ist, dass wir hier das nicht aufkriegen. Da hätten wir die Laserguide drauf ballern können. Haben aber noch HE. Jetzt müssen wir mal genau gucken, von wo die kommt. Okay. Red 6, mount it up. What are your orders, sir? So. Successful hit. Winchester. Go on, control. Hey, da stand nichts mehr. Hunting for commies. Er hat uns hier den Punkt komplett weggenommen, weil der Offizier nicht drinne steht. Ja, kein Wunder. Huch, jetzt fängt die Kamera hier an, so rumzuspinnen. Gut. Shit, da habe ich zu spät reagiert. Okay, das war ein dummer Move. Weil jetzt haben wir hier drei Panzer gerade verloren. Das war sehr teuer. So, wir werfen die Cluster nochmal hier. Und da. At your orders. Well done, guys. Ready to supply. Winchester. Schade. Die zweite
Auch wieder nicht richtig. Ja, verdammt. Wobei, wir warten mal noch. So, plus 3 trotzdem, weil er den Punkt hier hat. Und wir haben hier nur diesen blöden Scout mit... Schießt wieder auf die falsche Position. So, Laser-Guided Bomb, neuer Versuch, bitte. Er führt die immer wieder vor und zurück, ne? Seht ihr das? So, wir haben ja auch noch Napalm. Vielleicht kann man Napalm auch gegen Panzer einsetzen. Ach, guck mal. Red 6, mount it up. Bullseye. Go back. Slow. Ja, endlich haben wir mal was getroffen. Go on, Control. We'll find them and then we'll kill them. The engine is overheating and so am I. Ja, Flugabwehr wird auf jeden Fall stehen. Nice. Ja, das wird doch was. Nice. Yes, Captain. Combat speed, driver. Cut the engine. We're waiting here. This is Red 2. Enemy spotted. Button up. We're engaging. Tank ready. Move, but watch our flanks. So, BMP ist mir egal. Das kriegen wir raus mit den Abrams. Ach, jetzt haben die alle genebelt. Das war gar nicht der Plan. Okay, aber die Cluster können schon wieder. Nice. So will ich das. So, der ist gleich leer. Okay, der ist leer. Da ist noch was. Nice. Okay. Red 6, mount it up. Anybody need ammo? Und jetzt holen wir uns hier mal noch einen weiteren Versorger. Interessant, wo er lang fährt. Da ist der Offizier. So, jetzt schießt er wieder mit der... Oh, warte mal, hier geht noch irgendwo anders die... Ach, du ahnst... Ja, er flankiert uns, okay. Interessant. Okay, jetzt gehört der Punkt uns wieder, damit ist es noch ein plus 1.
Das heißt aber, wir müssen mal hier auf jeden Fall eine Infanterie reinstellen. What are your orders, sir? Open fire. All ammo spent. I hear you loud and clear. Weil flankiert werden ist scheiße. Waiting for instructions. Damn, that was close. This is Red 2. Enemy spotted. Yes, Captain. Successful hit. Go back. Slow. Hier brauchen wir einen Versorger. So, der nebelt und geht zurück. Er nimmt ihn raus, perfekt. Dann kann er nach vorne. Der Versorger geht bitte dahin. Wir müssen die Panzer reparieren. Und wir müssen jetzt mal sehen, dass wir eventuell hier irgendwo den Offizier finden. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir hatten, glaube ich, noch Laws, oder? Ja. Ne, Dragoons. Hier, Laws. Weil es mit dem Plus 1 ist natürlich scheiße aktuell. At your orders. Roger. Moving there. Be careful. Enemies nearby. Na, er schießt die Häuser jetzt dort kaputt. Successful. Nice, da ist der Offizier gewesen. Yes, sir. Sieht so aus, als ob das der Offizier war. Yes, Captain. All right, sweetheart. What are you waiting for? Breakfast in bed? Hier steht noch irgendwo was. Oh, was haben wir jetzt verloren? Everyone out. Verdammt. Right. Get down. The enemy is in range, so are we. Fresh delivery, en route. Platoon, formed and ready. Na los, nehmen wir ihn raus. One less cop. We have orders, boys. Was flankiert werden ist scheiße. Tank ready. Beware, commies nearby. Red 6, mount it up. So, jetzt sind wir bei plus 1. Platoon is formed and ready. Are you sure it's safe there? Platoon, formed and ready. Damn, that was close! Successful hit. Target on sight. Fire! Enemy spotted! Der kann nicht mehr nebeln, scheiße. Shit! Weil er nicht nebeln konnte, verlieren wir noch einen Abrams. Ach, okay. Shit, 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 shit. Tank ready. Move! But watch our flanks! Schieß jetzt auf die alte Position. Ah, uns gehen die Versorger aus. Nicht, weil sie weggeschossen werden, sondern... Und schießt da jetzt hin, da auf die Position, okay. Gut, die hier sind da. Da kommt der nächste T-80. Red 6, mount it up. So, wir schicken die nach vorne. Yes, Captain. Kette beschädigt, okay. Nice. Go back. Slow. Platoon formed and ready. Roger. Search and destroy. This is ready. So, wir können natürlich jetzt mal gucken, dass wir hier noch Abrams dazu holen. What are your orders, sir? Reverse, but keep facing the enemy.
job, Gunner. Nicht, dass er uns hier jetzt noch flankiert, das wäre scheiße. Successful hit. Yes, sir. Move, but watch our flanks. Weiter. Raven 4, waiting for action. Wilco. Go back. Slow. Hier drüben fehlen uns halt die Scouts. Reverse, but keep facing the enemy. Damn, that was close. Aua. Winchester. Da war noch was. Warte mal. Just give me a tart. We'll go. Red 6, mount it up. Er schießt mit der Artillerie auf die letzte Position da. Wir schicken noch mal Napalm drauf. Mal gucken, ob das was. Yes, Captain. Hä, wieso macht er hier ein Ausrufezeichen hin? Das verstehe ich nicht. So, können wir den Scout darüber bewegen? Ah ja, da geht was raus. So, der Scout macht die da auf. Dann lasst uns doch mal da ein Cluster draufschmeißen. Ist der bescheuert, warum schießt der? Nice. Just give me a tart. So, laser guided darauf. Successful hit. At your orders. Und wir pushen mit denen hier hinterher. Die laden sich mal da aus. Tank ready. Damn, that was close. Yes, Captain. Reverse, but keep facing the enemy. Klasse. Ah ja, die F-16 kann nur eine Laserguide tragen. Well done, guys. Are you sure it's safe there? Red 6, mount it up. Good job, Gunner. Wenn wir ihn Versorger rausnehmen, ist das auch gut. Dann kann er in Zukunft mit dem Bataillon halt nicht so gut arbeiten. Reverse, but keep facing the enemy. What are your orders, sir? Fresh delivery, en route. So, was haben wir da? Noch ein T-80. You have orders, Captain. Roger, search and destroy. Wilco, out. Full throttle. Okay, da kommt wieder Artillerie, die schießt auf die Position, das ist mir egal. So, die Infanteristen gehen mal in die Kirche, vielleicht sehen sie da mehr. Yes, Captain. Und wir müssen ihm ja nur so viel immer wieder Einheiten rausschießen. Hier geht es jetzt nicht darum, ob das über die Zeit oder über die so viel Einheiten, bis die Moral nach unten geht. Nice. Ich verstehe nicht so ganz, warum der Feuererwidern-Befehl nicht funktioniert. Das ist ein bisschen nervig. Gut, aber wir haben jetzt wie viele Panzer verloren? 4 oder 5? Das ist verkraftbar. Er verliert auf jeden Fall mehr Panzer. Das ist wichtig. Platoon formed and ready. Die Frage ist nur, wo sind noch Gegner? Beware,
Da sind noch Gegner. We've got them. Start the engine. We're moving. Baker 5, ready. Second platoon, let's go. Na, die Dragoons machen hier einen guten Job. Ready, sir. Yes, sir. Cut the engine. We're waiting here. Hunting for commies. Shut up and listen to the chief. So, wir führen die mit vor. Der geht nur zurück. Nice. Ach, da ist sogar noch mehr. Ich finde es ja geil, wie schnell die F-16 immer wieder einsatzbereit sind. Oh, wow. Okay. Das kam jetzt überraschend, der Blow-up. Ärgerlich vor allen Dingen. Okay, die waren gespottet. So, haben wir noch einen Versorger hier? Ja, hier. So. Naja, manchmal schaffen es ja doch. Unverhofft kommt oft. So ungefähr. Yes, sir. Get ready to engage. Second platoon. Oh shit. Platoon is formed and ready. Ryan, get down. Waiting for instruction. Okay, dann die Panzer nach vorne, dass der da unterstützen kann. Jawohl. Aber irgendeiner ist ja noch da oben. Er lebt noch. Hanna. Hold position. Yes, Captain. So. I hear you loud and clear. This is Red 2. Enemy spotted. Na? Hier steht ja noch irgendwo einer. Da oben. Engaging target. Okay, ich dachte jetzt die... Aber die Artillerie schießt auf die letzte Position der Dragoons. So, da ist der. Nice. Ah, die sind ja beide schon fast tot. Einer ging noch raus. Die setzt da, wie gesagt, den Cluster. Mal gucken, ob das was bringt. Da steht noch eine Flugabwehr. Eine Strela oder so wird das sein. 5 Punkte noch. Das wäre der Panzer da oben. Ja, nice. Er schießt da auf die falsche Position mit der Artillerie, das gefällt mir. Also, nach meinem Geschmack hätte es ruhig ein, zwei Panzer weniger Verlust sein können, aber mein Gott, das ist es so, wie es ist. Roger, search and destroy. Was kommt da noch? Yes, noch ein T-80. Platoon formed and ready. Damn, that was close. Everybody, check your ammo. Out there, you shoot first and ask questions later. Okay, das war's. 5
5 oder 6 Abrams müssten es gewesen sein, aber insgesamt auf jeden Fall in Ordnung. 17 Punkte, er macht 120 und wir haben ihm, glaube ich, sehr, sehr viele T-80er rausgenommen. Und die F-16 haben da auf jeden Fall einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Wir gucken hier mal rein. Mal guck mal, so viel T-80er hat er hier gar nicht verloren. Oh ja, hier hat er auf jeden Fall verloren. Aber er hat noch ein paar T-80er. Und mal gucken, wo er jetzt nochmal kommt. Also hier müssen wir auf jeden Fall als Feld reagieren, das ist klar. Er überlegt noch. Ja, macht hier die Tasche dann irgendwann zu bei Bischofsheim. Hubschrauber. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass er die Einheiten mal oben, mal unten bewegt. Und nicht so nacheinander das durchgeht. So, er überlegt wieder. Mal gucken, was er uns jetzt anbietet. Wir sind bei 33 Punkten und 4 von 12 Runden. Ich denke mal, ab der Hälfte wird es dann insofern einfacher, weil wir dann auch Verstärkung bekommen. Jetzt bewegt er sich da nochmal. Okay, hat es eine ganze Zeit lang überlegt. Aber die Dragoons haben ja auch echt gut gearbeitet, muss ich sagen. So, das, was von hier kommt und das, was er jetzt hier lang führt, das ist äußerst gefährlich. Das könnte ein richtiges... Sir, additional reinforcements are at your disposal. The 2nd Brigade of the 3rd Armored Division has arrived, sir. You can deploy them. Okay. 2. Brigade. Ja. Okay, die kann ich tatsächlich nur da unten einsetzen, aber das ist wichtig, da um Schlütern zu verteidigen. Was kriegen wir denn da? Wir kriegen Panzer, mechanisierte Infanterie, geil, und Artillerie. Gut, dann, ne, Artillerie. Wir bewegen uns damit nach vorne. Ja, Arti. Das wird quasi dann der Part sein, mit dem wir Schlütern verteidigen müssen. Das wird spannend. So, und hier jetzt, wir könnten theoretisch ihn nochmal angreifen. Aber er hat noch was als Verstärkung dahinter geführt. Ich glaube, da ist es sinnvoller, sich erstmal zurückzuziehen. Und hier, da ist sich jetzt so ein bisschen aufgefächert. Das kann ein Vorteil sein, aber wir müssen halt gucken, dass wir die Flagge hier nicht verlieren. Und Alsfeld hier mit den Infanteristen, das wird nicht lustig. Ich glaube, da müssen wir uns hier dann erstmal zurückziehen. Aber, wie immer, das machen wir beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt, jetzt ist meine Nase ja noch zu, Game One Fan, Kirtano, Carbine, Heimdall, Rico, Tomboy, Roblitz und Jan VG. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.